Meine Herren, ich bitte Sie in den Ring. Sie dürfen hier oben bleiben. Ich finde schön, dass Sie zu dem Thema Schlagabtausch auch noch stilvoll beigefügt haben. Also, ich will Sie aber nicht so ganz ohne Navigation und Steuerung in diesen Stil von Schlagabtausch lassen. Lassen Sie mich vielleicht noch mal so ein paar wichtige oder Aspekte zusammenfassen zu der Situation, in der wir uns ja befinden. Also bei all Ihren Keynotes und Statements klang ja raus, wir befinden uns in einer Zeit, wo sich viel verändert. Das ist jetzt sehr trivial. Aber wo es natürlich auch um Erweiterung von Freiheits- und Handlungsspielräumen geht. Auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Organisation, Ebene, aber eben auf der individuellen Ebene. Neue Freiheiten machen verletzlich. So, eröffnen sozusagen neue Verwundbarkeiten. Und die Frage ist, was ist in dieser Situation überhaupt ein Konflikt, den Sie gemeinsam lösen können? Was ist kein Konflikt? Und für wen ist es eigentlich ein Konflikt? Und die Frage sozusagen, wann greift dann der Strukturwandel-Airbag, nämlich dann, wann es knallt? Aber die Frage ist, wann knallt es eigentlich aus Ihrer Sicht? Und letzten Endes sitzen Sie als Sozialpartner ja im selben Boot, da Sie eigentlich das gemeinsame Ziel haben, Ihre Tarifautonomie zu erhalten und da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Da möchte ich nochmal, bevor Sie aufeinander stürzen, sozusagen ansetzen, nämlich an diesem Gemeinsamen. Was sind denn aus Ihrer Sicht neue Lösungen, gemeinsame Lösungen, um eine zukunftsfeste Sozial- und Konfliktpartnerschaft zu erhalten? Herr Hoffmann, ich fange mal bei Ihnen an. Ja, ich fange mit einem Punkt an und da sind wir auch direkt mitten im Widerspruch. Gemeinsam heißt, wenn wir gemeinsam beispielsweise auf Branchenebene Arbeitgeber, ich unterstreiche Arbeitgeber und Gewerkschaften, die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrages beim jeweiligen Tarifausschuss auf Landesebene beantragen. Das ist ja ein Interesse, nicht nur von den Gewerkschaften, sondern auch von den Arbeitgebern, weil die Arbeitgeber natürlich sagen, auch auf der sektoralen Ebene habe ich ein Interesse, ein Level Playing Field zu haben, die gleichen Wettbewerbsbedingungen, damit der Unternehmer um die Ecke nach Möglichkeit dann eben nicht mit Lohndumping, längeren Arbeitszeiten, Wettbewerbsvorteile hat, die ich nicht habe, wenn ich einem Tarifvertrag angehöre. Und da haben wir das Problem, da weiß Björn Böning, haben wir ganz konkrete Vorschläge gemacht, Herr Kampeter teilt die mal gar nicht. Wir haben die Situation, dass ein solcher Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit nur mit Mehrheit angenommen werden kann. Die Arbeitgeber, Pflegebereich, haben was gemacht, sind dafür, sie wollen das. Aber die BDA sagt dann, nö, sind dagegen. Deshalb sage ich, das kann doch nicht sein, dass ihr ständig blockiert, wenn auf der sektoralen Ebene wir eine Verständigung als Sozialpartner erzielt haben. Oder Björn, müsstet ihr einfach nur mal gucken, dass man dieses Mehrheitsprinzip umkehrt, dass ein solcher Antrag nur mit Mehrheit abgelehnt werden kann. Dann wären wir einen ganzen Schritt weiter. Ja, danke. Ich meine, das ist nicht jetzt ganz fair, das ist ein Heimspiel, aber das ist, glaube ich, auch von der Systematik her muss man das einfach nochmal durchdringen. Die sektoralen Arbeitgeber wollen das. Ja, und dann kann man doch nicht so tun. Und wir wollen doch nicht, die Allgemeinverbindlichkeit, Thorsten weiß das besser als ich, im WSI-Tarifarchiv ist das alles bestens dokumentiert, ist ungeheuerlich zurückgegangen. Ja, wir haben noch ganze, schlag mich tot, 600 Tarifverträge, die allgemeinverbindlich erklärt wurden, von 76.000 Tarifverträgen, die wir in dieser Republik haben. Also das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich. Ja. Und dass wir da ein bisschen nachjustieren und man sich immer noch mal anschauen muss, welche Branchen sind das denn, wo wir dieses Instrument brauchen? Das sind in der Regel Branchen, sehr kleinteilig, geringe Betriebsgrößen und auch schlecht zu organisieren, sowohl für Arbeitgeber als auch für Gewerkschaften, um da Level Playing Field herzustellen und gleichzeitig auch noch sozusagen zur egalitären Lohnentwicklung beizutragen, zumindest in Ansätzen, wäre da schon mal was. Jetzt fange ich auch schon an. Herr Böning, hier wird so viel geduzt. Herr Böning, sehen Sie da Ihre Aufgabe als Politik, da reinzugehen? Ist das der Strukturwandel-Airbag? Nein, mit Strukturwandel-Airbag habe ich, glaube ich, eher eine Debatte umrissen, die mich wirklich sehr, auch sehr berührt, weil wir im Diskurs über Digitalisierung immer diesen Chancen- und Risiken-Diskurs machen. Und ich finde ihn eigentlich, falsch, weil es einfach eine digitale Transformation ist und sich Machtbeziehungen verändern und sich auch
Werte verändern und Anforderungen an Beschäftigung verändern. Und wir wissen aus unseren Zahlen, dass wir bis in den nächsten 7 Jahren über 1,5 Millionen Beschäftigte von Job A in Job B bringen, was heißt nicht, dass Job B der gleiche Job ist wie A, sondern vermutlich wir damit zu tun haben, dass wir vom Einzelhandel die Beschäftigten dort in die Pflege zum Beispiel bringen müssen oder in die Erziehung und wir über ganz andere Fragen der zweiten und dritten Chance sprechen werden. Das meinte ich mit Strukturwandel. Airbag, ich will aber der Frage nicht ausweichen im Hinblick auf die... Ich hätte sonst nochmal nachgehakt. Ja, jetzt denke ich mir. Im Hinblick auf die Allgemeinverbindlichkeit. Die Allgemeinverbindlichkeit ist eine wesentliche Säule einer homogenen Tarifstruktur in Deutschland, homogeneren. Und deswegen werden wir alle Möglichkeiten, und das haben wir in der letzten Legislaturperiode auch schon ergriffen, die in diesem Mittel stehen, auch nutzen. Und unterschätzt wird in den Diskussionen dazu das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom Frühjahr diesen Jahres, wo die ja ganz stark deutlich gemacht haben, dass das öffentliche Interesse einschlägig ist für die Fragen des, der Allgemeinverbindlichkeit. Was sich daraus in der Folge noch ableitet, will ich jetzt gar nicht skizzieren, aber könnte sich einiges daraus ableiten. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch hier darüber reden, wenn wir über Stärkung von Tarifbindung reden. Welche Potenziale haben die Allgemeinverbindlichkeiten? Welche Potenziale haben die Allgemeinverbindlichkeiten auch, Strukturwandel zu organisieren und zu befördern? Und was bedeutet das dann natürlich auch für die Entscheidungswege? Im Bereich der Pflege ist das ja benannt worden. Wir kommen als Politik jetzt in eine ganz blöde Situation. Ich habe im Koalitionsvertrag den Auftrag, tarifäre Strukturen in der Pflege zu schaffen. Das ist eigentlich nicht Aufgabe des Bundesarbeitsministeriums, sondern das machen verantwortliche Arbeitgeber mit ordentlichen Gewerkschaften. Und ich glaube, dass diese Entwicklung aber dann nicht aufzuhalten ist, wenn die Branchen in sich es nicht schaffen, ordentliche Arbeitsbedingungen zu realisieren. Und deswegen glaube ich, nehmen wir diesen Auftrag auch ernst und werden ihn auch umsetzen und werden natürlich im nächsten Jahr, Steffen Kampeter weiß das, werden wir uns darüber unterhalten, ob wir hier das Tarifvertragsgesetz anpassen müssen, um eine Branche, eine Misssituation an der Branche, die erheblich ist, im Übrigen nicht nur im Hinblick auf die schlechten Lohn und die schlechten Arbeitsbedingungen, sondern auch im Hinblick auf die Frage, wie entwickeln wir den Bereich der Pflege eigentlich als Sektor in Deutschland nachhaltig, weil er gesellschaftlich erwünscht ist, dass wir dort zur Regelung kommen müssen. So, Herr Kampeter, Sie sind vielfach jetzt angesprochen worden. Es fehlt gerade der Schlagabtauschpartner, aber der kommt gleich wieder. Es ist nicht das erste Mal, dass Rainer Hoffmann und wenn nicht er, Herr Bzirske, die Klage führt, dass die verantwortungslosen Arbeitgeber würden sich sperren im Tarifausschuss gegen Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Da habe ich meine Leute gebeten, ruft mich bitte sofort an, wenn da so ein Konflikt besteht. Und bis jetzt bin jetzt 2,5 Jahre im Amt, noch keiner angerufen. Dann habe ich Aktenstudium betrieben, wann wir denn das letztes Mal auf Bundesebene eine AVE abgelehnt haben. Das war vor knapp 10 Jahren. Ja? Also erstmal die Sachinformation. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat vor 10 Jahren das letzte Mal einen AVE-Wunsch abgelehnt. Dass wir hier irgendetwas blockieren, kann schlechterdings zumindest hier nicht belegt sein. Dann gibt es diesen berühmten Fall in Bremen, also das ist die Causa Bzirske. Da waren schlicht und ergriffen die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben, den AVE zu erklären. Das haben wir im Übrigen, DGB und BDA, ja auch gemeinsam gemacht, weil viele rechtliche Fragen, wir haben einmal auch einen Antrag nicht befasst auf Bundesebene, lieber Herr Hoffmann. Da ging es um die Erstreckung von Branchenmindestlöhnen für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Sozialgesetzbuch. Eine ähnlich gelagerte Frage, da waren wir beide der Auffassung als Organisation, wir können nicht etwas AVE erklären, was rechtlich nicht zulässig ist. So, das heißt, ich teile die Auffassung von Björn Böning, dass die AVE eine Möglichkeit ist und wir haben Schwellen für die rechtliche Zulässigkeit kann. Aber wenn man mit dem Instrument und zweitens die Bundesvereinigung, die BD-Arbeitgeber blockieren da nichts, die Pharma Hoffmann greift da ein bisschen ins Leere, ist wahrscheinlich eher in der betriebliche Stimmungspflege als Fakten basiert, um es mal frech zu formulieren. Wir können da gleich dir gerne Nachhilfe geben. Wo wir vorsichtig sein sollten, ist, ich habe vorhin von der Selbstverzwergung der Sozialpartnerschaft gesprochen.
in der AVE ersetzt keine anständigen Tarifvertragsverhandlungen. AVE ersetzt nicht, dass wir uns beispielsweise in der Pflege arbeitgeberseitig, sind wir ganz gut organisiert, was die privaten Pflegeanbieter angeht, aber setzt auf der Gegenseite nicht an, dass Verdi außerhalb des öffentlichen Dienstes möglicherweise nicht so gut organisiert sind wie innerhalb des öffentlichen Dienstes, auch als wirkmächtiger Verhandlungspartner da ist. Und wenn eine Gewerkschaft es nicht schafft, die kritische Masse für eine Tarifvertragsverhandlung zu bringen, finde ich den Anruf bei Björn Böning zur Änderung des Tarifvertragsgesetzes ist eine Verlagerung der Verantwortung außerhalb der Sozialpartnerschaft. Da verzwergt man sich. Und da finde ich, wird eine Absenkung der Schwellenwerte für Mehrheiten bei der AVE wird eher dazu führen, dass andere sich zurücklehnen und weiter verzwergen. Das brauche ich Ihnen als alten Hasen der Tarifpolitik, lieber Rainer Hoffmann, nicht zu erläutern. Deswegen ein bisschen vorsichtiger sein. Ich will an der Stelle aber auch mal... Ganz kurz. Ja? Dann aber bei mir anrufen dürfen Sie trotzdem. Also, ja. Aber Sie müssen es nicht machen, bitte. Herr Hoffmann, Sie dürfen gleich da reingehen. Eine Frage will ich Ihnen trotzdem noch mal mitgeben dabei. Wir merken ja jetzt gerade, dass die zunehmende Dezentralisierung bei der Austragung von Konflikten nicht unbedingt dazu führt, dass die Sozialpartnerschaft vielleicht dadurch gestärkt wird in einem positiven Sinne, also im Interesse aller. Also die Frage ist ja, inwieweit verbeißt man sich in zu viele dezentrale Konflikte, anstatt sozusagen auf der zentraleren Ebene den gemeinsamen Konflikt tatsächlich zu pflegen? Herr Hoffmann, Sie dürfen das jetzt beides verbinden. Ich verbinde das erstmal mit einem Hinweis auf die Blockadehaltung der Arbeitgeber. Auf Bundesebene haben Sie durchaus recht, aber ich schaue mir die Situation auf der Landesebene an und da können Sie im Tarifarchiv des WSI nachschauen, haben wir zahlreiche Fälle in den letzten Jahren, wo die BDA nicht auf Bundesebene, sondern die Arbeitgeber auf Landesebene Allgemeinverbindlichkeitserklärungen nicht zugestimmt haben und damit wurden sie abgelehnt. Und ich denke, da haben wir eine Stellschraube. Genauso wie wir eine Stellschraube haben, ich habe die anderen Punkte nicht genannt. Was passiert denn, wenn ständig Outsourcing-Prozesse stattfinden, die natürlich betriebswirtschaftlich immer auch, nicht nur, aber immer auch intendiert sind, sich von einem Teil der Lohnkosten zu verabschieden und die Nachwirkung von Tarifverträgen in der Regel dann spätestens 12 Monate später ausläuft? Warum gelingt es nicht, wenn wir die Tarifbindung und die Sozialpartnerschaft stärken wollen, dass wir sagen, auch für solche Bereiche, insbesondere wenn Outsourcing in tariffreie Bereiche hinein stattfindet, dass wir die Nachwirkung von Tarifverträgen verlängern, und zwar bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages. Das wäre auch ein Beitrag, wo man Tarifbindung mit stärken kann. Und es gibt einen zentralen Widerspruch. Das ist das Problem, Herr Kampeter, dass Sie vielfach für Unternehmen Positionen ergreifen, die überhaupt gar nicht bei Ihnen in einem Mitgliedsverband der BDA organisiert sind. Und das ist, glaube ich, das Problem. Was wir auf der Sozialpartner-Ebene häufig natürlich uns darüber verständigen können, lass uns das mal besser im Rahmen eines Tarifvertrages regeln. Da brauchen wir den Gesetzgeber nicht zwingend. Bin ich sehr für. Aber wenn ich auf der anderen Seite keinen Arbeitgeber hat, der tarifvertragsfähig ist, dann brauche ich den Gesetzgeber, um stabile Rahmenbedingungen, um Leitplanken einzuziehen, damit die Abwärtsspiralen wirklich dann auch gestoppt werden. Und ich war kein Freund. Wir sind alle der Auffassung, der Mindestlohn ist ein notwendiges Instrument, weil wir die Erfahrung machen mussten, der Niedriglohnsektor ist in Deutschland viel zu groß geworden. 7 Millionen Menschen verdienen unterhalb 60% des Medians. Das ist eine Notoperation. Mir wäre viel lieber, wir hätten deutlich höhere Tarifbindung und hätten dann auch einen weniger relevanten Mindestlohn und könnten ihn möglicherweise perspektivisch auch wieder ersetzen, so wie das in anderen Ländern der Fall ist, wo wir noch eine Tarifbindung von 90% und mehr haben. So. Ich glaube, es gibt auch hier den Wunsch nach Beteiligung im Plenum und ich würde gerne auch die Möglichkeit dazu geben. Anke Hassel hat schon den Arm gehoben und ich hoffe, dass jetzt auch ein Mikrofon auf dem Weg zu ihr ist. Möglichst ohne, da ist es auf dem Weg. Frau Hassel. Ja, herzlichen Dank für die wirklich interessante Diskussion.
erinnere noch mal an das, womit Rainer Hoffmann angefangen hat, nämlich die Sozialpartnerschaft auch als öffentliches Gut und dass die Funktionen von Sozialpartnerschaft, insbesondere die Funktion der Verbände, ja dazu da ist, um die Wirtschaft zu organisieren und auch den Strukturwandel in der Wirtschaft zu organisieren. Und sie macht es sehr gut, sie macht es sehr flexibel, sie hat uns zu viel Wohlstand verholfen und wir alle haben diese Lektion in den letzten 70 Jahren doch gut gelernt. Jetzt haben wir seit 30 Jahren eine Erosion der Sozialpartnerschaft. Seit Mitte der 80er Jahre geht es eigentlich permanent bergab und zwar auf beiden Seiten. Auch Rainer Hoffmann hat es ja gesagt, wir haben Gewerkschaftsmitglieder noch 6 Millionen. Wir haben bei der Tarifbindung jetzt, je nachdem wie man es zählt, 55% oder noch darunter, unter 50%. Die Frage, die ich mir stelle, und zwar an alle drei Teilnehmer des Podiums, wann ist eigentlich die Grenze erreicht in der Erosion der Sozialpartnerschaft, dass man sagt, wir müssen jetzt vielleicht aus dem Alltagsgeschäft auch mal rausgehen und aus der Alltagsjustierung, die wir jetzt auch schon seit 10, 15 Jahren immer wieder betreiben, in eine andere Debatte, wo wir grundsätzlich darüber nachdenken, wie man den Verbänden so helfen kann, dass sie die Funktionen, wo wir wissen, dass sie wichtig sind, wie wir den Verbänden helfen, diese Funktionen auch langfristig auszuüben. Vielen Dank. Björn Böning zuerst? Oder? Ja, das fällt mir fast ein bisschen schwer, das zu beantworten, den Verbänden helfen. Erstmal würde ich mal sagen, im originären Interesse der Politik liegt, von den Auseinandersetzungen, die da jetzt gerade ein bisschen ausgeführt wurden, entlastet zu werden. Das ist eigentlich das originäre Interesse der Politik. Und das wollte ich beschreiben mit dem Thema Pflege. Das macht mir Sorge, weil natürlich jetzt eine Branche nach der nächsten zu uns als Politik kommt und sagt, wir haben hier prekäre Arbeitsbedingungen, Klammer auf, was stimmt, Klammer zu, und jetzt macht mal. Und trotzdem habe ich ja beschrieben, dass ich glaube, dass wir neue Rahmenbedingungen auch definieren müssen und können. Und deswegen machen wir uns ganz explizit Gedanken im Arbeitsministerium. Übrigens höre ich auch im Wirtschaftsministerium darüber, wie die Tarifbindung in Deutschland gestärkt werden kann und wie die originäre Verhandlungsarena wieder dorthin kommen kann, wo sie hingehört. Und da wird man nicht monokausal arbeiten können. Ich teile das, dass die Idee des öffentlichen Gutes, oder ich sage lieber öffentliches Interesse, weil das BAG das so schön ausgeführt hat, dass man da an der Stelle arbeiten kann und daran ansetzen kann, nämlich auf die Frage, wie gelingt es uns, einzeltarifäre Strukturen für allgemeinverbindlicher zu erklären, was uns ja zum Beispiel im Pflegesektor nicht möglich ist, weil die beiden großen Arbeitgeberverbände ablehnen, Tarifauseinandersetzungen zu führen. Und dann sozusagen der Ruf zur Politik kommt. Es gibt verschiedene Wege, über die wir diskutieren müssen. Die BMWI hat Altmaier hat vorgeschlagen, Bürokratieentlastung mit Tarifbindung zu verknüpfen. Ist vielleicht ein Ansatz, über den man diskutieren müssen. Wir haben sicherlich Möglichkeiten im Bereich des Betriebsübergangs, die Frage von steuerlichen Incentives, sowohl für Unternehmen wie für Gewerkschaftsmitglieder, ist auch adressiert. Das sind Möglichkeiten. Nur wir müssen natürlich Artikel 9 beachten. Deswegen wissen wir, dass die Möglichkeiten ein Stück weit begrenzt sind. Es ist aber so, dass wenn wir davon ausgehen, ich versuche mal ein Gedankenkonstrukt, ohne dass Sie das automatisch als Position des Bundesarbeitsministeriums oder des Staatssekretärs Björns Böning interpretieren. Ein Gedankenexperiment könnte ja sein, dass in einer Branche, in der über 80%, vielleicht 85% nach Mindestlohnbedingungen gearbeitet wird, wo der Mindestlohn faktisch der Tariflohn ist, dass wir dort davon ausgehen müssen, dass das öffentliche Interesse daran liegt, dass das so nicht sein soll. Und das ist vielleicht eine Idee, über die wir gemeinsam mal nachdenken sollten. Herr Kampeter, möchten Sie da gemeinsam mitdenken? Ja, ich würde erstmal ein paar Sachen nochmal zur Pflege sagen. Ja. Also bei der Pflege haben wir ja drei Player auf der Arbeitgeberseite. Wir haben die Privaten, wir haben die Öffentlichen und wir haben die Kirchlichen. Oder die, ne? Die Kirchlichen sind gar nicht so begeistert von Tarifverträgen. Das ist eine Sache, die die bezahlen anständig, glaube ich, in Teilen. Die haben anständige Arbeitsbedingungen. Ja, nochmal. Die Kleinsten, das sind die Öffentlichen. Das sind die mit Verdi zu tun haben. Die Größten sind die Privaten.
Jetzt sagt der Björn Böning, ja, die Arbeitgeberseite weigert sich. Rainer Hoffmann hat vorhin gesagt, man braucht starke Gewerkschaften und man braucht starke Arbeitgeberverbände. In der Pflege haben wir starke Arbeitgeberverbände. Wir sind, die haben aber keinen starken Partner auf der anderen Seite. So, jetzt kommt der Staat, weil dieses Konglomerat, was da in Verdi entstanden ist, hier nicht wirkmächtig ist. Jetzt machen wir mal, ohne dass die normalen Voraussetzungen sind, machen wir das über AVE. Wir haben ja schon bestimmte Regeln für den Pflegebereich aus gesellschaftspolitischen Gründen. Ich habe den Eindruck, dass ich zwar mehr Unterstützung für die Tarifvertragsautonomie im BMAS als im BMG habe, aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig, dies zum Beispiel. Das hat nichts damit zu tun, dass Arbeitgeber nicht wollen. Uns fehlt auf der anderen Seite ein wirkmächtiger Verhandlungspartner. Selske würde jetzt schon aufspringen, das setzt voraus, ein Tarifvertrag setzt voraus, dass zwei in der Lage sind, hinreichende Masse aufzubringen, das zu dann war ein zweiter Punkt. Ach so. Die kritische Masse. Der zweite Punkt ist, ich habe, glaube ich, in meinem Vortrag, dass die Beschimpfung von Hoffmann steht noch aus, auf die Punkte hingewiesen. Also ich glaube, der Tarifvertrag des 20. Jahrhunderts wird ein Auslaufmodell mit den Arbeitsbeziehungen und Wirtschaftsbeziehungen des 21. Jahrhunderts. In der Struktur, in der Art und Weise. Und diejenigen, die anders als ich dezentral bereits Tarifverträge führen, setzen das ja auch um. Sonst hätten wir diese ganzen, nehmen wir mal die Metallregelung, die kenne ich insbesondere am besten, aber bei Chemie, Herr Hoffmann, Sie kommen ja aus der EGBCE, ähnlich, da findet ja schon sehr viel mehr Individualisierung, Dezentralisierung, Zuschnitt auf, weg von One Size Fits All auf. Und ich glaube, wenn ich mal so sehe, wo neue Unternehmen entstehen, streitige Thema Betriebsübergang tue ich jetzt mal zur Seite, dann hat er andere Probleme, als Mitglied im Arbeitgeberverband zu werden und die Mitarbeiterin möglicherweise auch andere Probleme, als sofort in die Gewerkschaft anzunehmen. Die sollen erstmal starten. Und wenn wir denen einen weniger komplexen Eintritt bieten, in die tarifvertraglichen Strukturen arbeitgeberseitig, möglicherweise auch arbeitnehmerseitig, aber dazu gerne hoffen wir, also ein Tarifvertrag 5.0, denn wir gehen ja, 4.0 läuft ja gerade schon. Dann sehe ich Chancen, dass wir die Attraktivität steigern. Dafür brauchen wir auch nicht die Hilfe von Herrn Böning oder sonst irgendjemand. Dann müssen wir selber mal vielleicht von den alten Zöpfen ein Stück weit abschneiden. Und jemand, der wie ich jetzt kein geborener Tarifpolitiker ist, also das, was vor 10 Jahren in den Gewerkschafts- und Arbeitgeberstellungnahmen stand, das hat sich ja nicht doll unterschieden von dem, worüber wir heute schreiben. Die Wirtschaft hat sich allerdings in den letzten 10 Jahren fundamental verändert. Und das merke ich erst in den letzten 2-3 Jahren, dass das auch in der Tarifpolitik Entsprechung findet. Also wir dürfen uns den Wirklichkeiten des veränderten Umfeldes als Tarifvertragsparteien nicht verschließen. Erste Schritte sind getan, da müssen wir beherzt weitergehen. Das wäre meine Antwort, wie die Zukunft aussehen könnte. Wie sieht Ihr beherztes Weitergehen aus, Herr Hoffmann? Auch nochmal mit Blick auf die Frage oder Anregung von Anke Hassel. Und wir haben auch noch Wortmeldung, das nur zur Info. Also Günter Rose wird sicherlich gleich nochmal was zum Pflegebereich sagen können. Aber eins ist völlig klar, wir haben eine atomisierte Landschaft im Pflegebereich von privaten Dienstleistungsanbietern, die alle nicht organisiert sind. Da habe ich eine verhandlungsstarke Gewerkschaft namens Verdi, die in der Tat, Sie drehen das gerade um, auf der anderen Seite schlicht und ergreifend keinen Arbeitgeber hat, weil die Unternehmen sich alle weigern, Mitglied in einem solchen Verband zu werden, um tarifvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Also hier müssen wir, glaube ich, mal sozusagen das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen. Und ich sehe ja durchaus, dass auch bei den Arbeitgebern gewisse Lernkurven einsetzen, aber in jeder Tarifverhandlung mache ich wieder die umgekehrte Erfahrung, weil das, was Sie an Flexibilisierung zum Teil vorschlagen, ist gelebte Praxis in vielen Tarifbereichen und wir stoßen immer wieder auf die mangelnde Bereitschaft der Arbeitgeber, Flexibilität zu akzeptieren, wenn sie eben nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Perspektive hilfreich ist, sondern auch den veränderten Ansprüchen von Beschäftigten nach mehr Zeitsouveränität gerecht zu werden. Und diesen Widerspruch muss ich lösen. Und da habe ich Tariferfahrungen, wie beispielsweise im letzten Tarifvertrag von EVG. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die Arbeitgeber akzeptiert haben, dass es Optionen, Ziehungsrechte gibt für die Beschäftigten, Geld oder Zeit. Ich halte das für ein extrem gutes Beispiel, wo wir den Beschäftigten mehr Souveränität einräumen können, wenn sie mitentscheiden können, ob sie lieber eine Gehaltserhöhung, eine Entgelterhöhung
oder 6 Tage mehr Urlaub oder mehr freie Zeit im Jahr haben. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen. Wir haben die Erfahrung gemacht mit Ihrer Verbetrieblichung der Tarifpolitik, Modualisierung. Ich habe sie selber verhandelt. In jeder Tarifrunde, ist ja völlig klar, wird immer das gleiche Lied gespielt, dass es die Überforderung ist von gerade den kleineren und mittleren Unternehmen im Vergleich zu den größeren Unternehmen. Haben wir gerade in der Chemiebranche, ist das halt so. Wir haben 3, 4 Big Player und ganz viele mittelständische Unternehmen, die immer ein hohes Lied singen, dass sie eine Überforderung kennen und ihre Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt würde. Dann regeln wir das, indem wir Möglichkeiten einräumen, dass sie vom Tarifvertrag abweichen, indem sie beispielsweise Entgelterhöhungen um einen bestimmten Zeitraum verschieben oder dass Entgelterhöhungen zugunsten von Investitionen ausgesetzt werden. Und dann haben wir diese Abschlüsse gemacht und dann evaluieren wir die im Anschluss und stellen fest, dass das hohe Klagelied in der Tarifrunde den Realitäten in der Branche überhaupt nicht entspricht. Weil von den 370 Unternehmen, die in dem Tarifbezirk Nordrhein betroffen waren, haben gerade 3 davon Gebrauch gemacht. Hätte ich den Tarifverhandlungen Glauben geschenkt, hätten es mindestens mehr als die Hälfte sein müssen. Dahinter steht allerdings auch ein Mechanismus. Und da bin ich sehr für, dass wir darüber reden. Dass die Voraussetzung dafür, dass es eine Betrieblichung gibt, immer Betriebsräte sind, die dann auch Einblick in die wirtschaftliche Verfasstheit des Unternehmens haben und dann auch beurteilen können, dass dem Unternehmen möglicherweise die Perspektiven nicht so rosig sind und deshalb sozusagen Anpassungszeitraum notwendig wird. Aber immer nur Mietbetriebsrat. Und da haben viele Arbeitgeber dann doch kein Interesse daran, die Hosen runterzulassen und die wirtschaftliche Situation wirklich offen zu legen. Einen letzten Satz. Bezogen auf Anke Hassel, ich meine, die Frage Tarifvertrag, Sozialpartnerschaft als kollektives Gut oder als öffentliches Gut. Ich glaube, das müssen wir wesentlich stärker nochmal in den Vordergrund stellen. Und ich bin jetzt kein Steuerrechtler, aber immer wenn ich versuche, das ist ja das Problem der Arbeitgeber, immer wenn ich versuche, einen Bonus für Gewerkschaftsmitglieder rauszuhandeln, um das attraktiver zu machen, scheitert es am Widerstand der Gewerkschaften. Ich habe es in 2, 3 Haustarifverträgen hinbekommen, damit wir eine gewisse Kompensation der Mitgliedsbeiträge realisieren können. Weil es ist doch so, dass die organisiert sind, mit ihrer Organisation und mit ihren Mitgliedsbeiträgen ganz erheblich zu diesem öffentlichen Gut beitragen. Und wieso kann man dieses öffentliche Gut dann nicht auch entlasten, indem Beschäftigte und Arbeitgeber ihre Attraktivität erhöhen, indem dann beispielsweise steuerliche Vergünstigungen für solche Mitglieder gewährt werden, damit Incentives gesetzt werden, dieses öffentliche Gut auch nicht zum Nulltarif erstellen zu müssen. Das Interessante, was wir ja jetzt sehen, ist, dass es eigentlich keinen Mangel an Konflikten gibt, aber trotzdem auf Verbandsseite, auf beiden Verbandsseiten, das Thema neue Relevanz zu erzeugen, obwohl es die Konflikte gibt. So, ich möchte jetzt mal ganz kurz, ich habe hier eine Wortmeldung gesehen, gibt es, und dann gibt es noch dort eine Wortmeldung. So, 1, 2, 3, 4, mehr werden wir wahrscheinlich jetzt nicht schaffen. Ich möchte Sie bitten, sich relativ kurz zu halten und die Antworten dann auch kurz zu halten. Wir bündeln jetzt diese 4, also schreiben Sie mit, was Sie dann dazu sagen wollen. Bitte schön. Ja, ich wollte gerne nochmal auf den Bereich Allgemeinverbindlichkeit zurückkommen. Das, was Herr Kampeter gesagt hat, mag ja möglicherweise auf Bundesebene zutreffen. Aber wir haben vor 2 Jahren eine Situation gehabt, gerade in der Pflege in Niedersachsen, wo sowohl die Diakonie als auch alle Wohlfahrtsverbände einen Antrag gestellt haben für Allgemeinverbindlichkeit von Ausbildungstarifverträgen von Altenpflegeschülern. Und diese sind 2-mal abgelehnt worden von dem dortigen Tarifausschuss. Und zwar deswegen, weil die Vertreter auf Arbeitgeberseite alles Verbandsfunktionäre von Industriegewerkschaften waren und die Diakonie, ich habe mir gerade eben die Pressemitteilung nochmal angeguckt, das höchst bedauert hat. Und dann haben wir, das ist das zweite Beispiel, ich komme aus Hamburg, da gab es ein Bündnis in genau der gleichen Situation und dabei war der größte Altenpflegeanbieter in unserer Stadt in Hamburg und der war privat und Mitglied im BPA, in dem Bundesverband der privaten Anbieter von sozialen Diensten und der hat da mitgemacht, weil er als einziger dort tarifgebunden ist und dann hat dieser Bundesverband ihm gedroht, ihn auszuschließen, wenn er weiter in diesem Bündnis bleibt und dadurch ist dieses Bündnis geplatzt. Also von daher, es gibt sowohl in dem Vorschlag
den Rainer Hoffmann gemacht hat, einfach das umzudrehen und zu sagen, die Ablehnung muss sozusagen eine Mehrheit bekommen, als auch möglicherweise in den neuen gerichtlichen Kriterien, die es da gibt, Möglichkeiten da voranzukommen. Danke. Aber die entscheidende Frage ist, dass das Veto, was von der Bundesebene, von den Arbeitgeberverbänden vor über 10 Jahren aufgestellt worden ist, dass dieses Veto als ideologisches Veto endlich fällt und man auf die einzelnen Bereiche eingeht und dort die Möglichkeit schafft, gerade im Pflegebereich dafür zu sorgen, Dankeschön. Dass ein Sozialtarifvertrag auf Bundesebene bundesweit dann auch zur Geltung kommen kann. Vielen Dank, und ich möchte die Nächsten bitten, auch allen noch die Möglichkeit geben, die jetzt dran sind, was zu sagen. So, ich glaube, Sie waren der 2., 3. und 4. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Bitte schön. Ja, Reinhard Bisping, früher WSI. Ich habe 2 Bemerkungen zu Herrn Kampeter. Herr Kampeter, das erste ist dieser ewige Mythos der mangelnden Flexibilität. Ich möchte Ihnen der Tarifverträge, weswegen wir jetzt mehr Öffnungsklauseln sagen, brauchen, wie Herr Kramer sagt, möchte ein Zitat vorlesen, ist schon ein bisschen älter. Vielleicht ein kurzes Zitat. Ganz kurzes Zitat. Wir sind heute bei der Arbeitszeit so flexibel, dass jede Behauptung, die Tarifverträge behinderten, passgenaue betriebliche Lösungen, entweder bösartig ist oder in Unkenntnis der Tarifverträge erfolgt. Der das gesagt hat, war Dieter Hund als BDA-Präsident im Jahre 2000, nachzulesen im Handelsblatt vom 20. April. Zweite Bemerkung, Tarifeinheit. Bei dem, was Sie zur Tarifeinheit gesagt haben, habe ich aber den Eindruck, das ist ein sehr, wie soll ich sagen, interessengeleitetes Rosinenpicken. Sie beklagen die Gefährdung der Tarifeinheit durch die Berufsgewerkschaften, deswegen stehen Sie auch hinter dem Tarifeinheitsgesetz. Ich habe eine vergleichbare Sorge bei dem Tariffragmentieren in Unternehmen, die sich aufspalten, outsourcen und zu unterschiedlichsten Tarif- oder überhaupt keine Tarifbedingungen in einem Betrieb oder in einem Unternehmen beitragen, überhaupt nichts gehört. Wenn das Interesse an Tarifeinheit und geordneten betrieblichen Verhältnissen so groß wäre, müsste Ihre Sorge in dem Bereich doch sehr viel stärker sein, oder nicht? Okay. Dankeschön. Einmal dort rüber. Ja, ich habe eine... Da ich mal Arbeitsrichter war, eine ausgewogene Frage, 2 Fragen an jeden der beiden Herren aus den Verbänden, aber vorher nur eine Bemerkung zum Kirchenbereich. Ich bin da ein bisschen tätig, weil ich die Caritas-Arbeitnehmer, sagen wir mal, betreue und schlichte. Ich wollte nur darauf hinweisen, ein Arbeitgeberverband, dessen Vorsitzender Herr Brüderle ist, ist nicht von vornherein tarifwillig im engeren Sinne. Zum Thema Tarifeinheitsgesetz, das Four-Letter-Word eines Bundesrichters im Ruhestand, nur eine Bemerkung. An sich hat Herr Bisping das Wesentliche gesagt, aber ein Punkt dazu. Es war aus meiner Sicht nicht die Frage der Gerichte, ob wir gegen die Einheitsgewerkschaft sind, sondern es war die Frage, wer sorgt für die Einheitsgewerkschaft. Und wir waren der Meinung, Entschuldigung, ich war da beteiligt, wir waren der Meinung, das sollen bitte schön die Gewerkschaften selbst machen. Jetzt aber die beiden Vorhalte ganz schnell. Ja, Herr Hoffmann, wenn man versucht, in einer großen Versammlung zu sagen, versucht doch mal eine Euro-Mitgliedschaft, um prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Studenten und Studierende überhaupt in die Gewerkschaften zu bringen, wird einem entgegengehalten, es ist eine Ehre, Gewerkschaftsmitglied zu sein, und deshalb können wir die nicht verschenken. Herr Kampeter, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie möglicherweise viel mehr Mitglieder haben, als Sie dachten, denn bei der OT-Mitgliedschaft beruhte die Rechtsprechung bislang auf der Idee, dass es die OT-Mitgliedschaften Minderheiten sind, die den Verband als Tarifverband nicht prägen. Ich könnte mir vorstellen, dass es kluge Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, in dem Moment, wo die OT-Mitglieder die Mehrheit bilden, interessiert uns die Satzung nicht mehr so sehr, was die Trennung der Kompetenzen angeht. Danke. Dankeschön. Und noch die letzte kurze Wortmeldung. Ja, Thorsten Schulten, auch WSI. Mich würde jetzt auch reizen, aber da Herr Kampeter, da Sie ja schon so viel abbekommen haben, schenke ich mir das und stelle meine Fragen jetzt an den Herrn Böning. Kein Mitleid bitte mit mir. Nee, aber ich denke, es ist genug. Ja, Herr Böning, ich würde Sie noch mal fragen, Ihr Chef, der Herr Heil, hat ja auf dieser besagten Sozialpartner-Feierstunde ein bundesweites Tariftreuegesetz angekündigt oder die Idee. Und das ist ja in der Tat eine spannende Sache, weil da letztendlich steckt dahinter der Gedanke, wir geben öffentliche Gelder nur für Unternehmen aus, die tatsächlich Tarifverträge haben und auch vernünftige Arbeitsbedingungen.
Nun ist es ja so, dass auch durch die europäische neue Entwicklung, also Stichwort neue Entsenderechtlinie, da offensichtlich ganz neue Möglichkeiten jetzt sind, auch wieder tatsächlich zu umfassenden Tariftreueregelungen zu kommen. Deshalb die Frage an Sie, wie ist da der Stand? Sind Sie da in Vorbereitungen oder wie sind da die Ideen? Dankeschön. So, Sie haben jetzt alle drei in ungefähr einer Minute die Möglichkeit, auf die Fragen zu antworten. Und ich würde Sie bitten, das vielleicht noch mit so einem Schlussbild zu verbinden. Wir haben jetzt 100 Jahre Sozialpartnerschaft hinter uns. Die Sozialpartnerschaft der Zukunft, was fällt Ihnen da für ein Zukunftsbild zu ein? Oder was würden Sie sich für ein Zukunftsbild wünschen einer starken Sozialpartnerschaft? Dafür haben Sie dann vielleicht jede anderthalb Minuten insgesamt. Herr Böning, vielleicht fangen Sie an. Also immer ich. Zur konkreten Frage. Bundesweite Tariftreuegesetz hat mein Minister gefordert, in der Tat. Wir haben ja zwei Dinge vor der Brust. Das erste ist die nationale Umsetzung der Entsenderichtlinie. Die werden wir noch im Frühjahr auf den Weg bringen. Er sagt schon, oh Gott. Es wird ein gutes Gesetz. Es wird sogar noch besser als das, was wir auf der europäischen Ebene haben. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und der zweite ist, dass wir im Rahmen dessen, was ich angekündigt habe als Tarifbindungsstärkungsoffensive, dass wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium auch über die Frage von Tariftreue reden werden. Die europarechtlichen Vorgaben sind nicht unkompliziert, das muss man einfach sehen. Und deswegen muss man schauen, was man dort realisieren kann. Aber mir leuchtet es nicht ein, dass wir die Billionen an Nachfrage, die wir über den Staat in Deutschland realisieren, nicht auch dafür nutzen können, das öffentliche Gut oder öffentliche Interesse der Tarifbindung stärker auch zu nutzen. Und meine Vorstellung der Zukunft der Sozialpartnerschaft ist, dass die das miteinander schon ganz gut hinkriegen. Das ist die erste. Das zweite, dass wir, glaube ich, schon schauen müssen, dass wir einen Unterschied zu Strukturwandeln in der Vergangenheit haben. Wenn wir über Dekarbonisierung beispielsweise reden, dann reden wir darüber, was kommt nach der Dekarbonisierung und was muss da getan werden. Die Digitalisierung ist natürlich ein Strukturwandel, der wird dauerhaft passieren, eine dauerhafte Transformation. Er wird keinen Endpunkt haben. Und deswegen müssen wir, glaube ich, gemeinsam Staat, Sozialpartner dafür sorgen, dass wir diese Entwicklung so schaffen, dass die Menschen dem Schritt halten können. Dankeschön. Herr Kampeter. Zu den Fragen der AVE. Ich habe nicht gesagt, dass wir niemals AVE ablehnen, sondern ich habe gesagt, es gibt keine generelle Blockadehaltung. Ergo prüfen wir jeden einzelnen Antrag. Und auf Bundesebene in den letzten 10 Jahren kein Negativbescheid. Sie berichten zutreffend, dass es eine sehr differenzierte AVE-Praxis in den einzelnen Ländern gibt. Die hat Gründe. Die mangelnde Repräsentativität wird von uns gelegentlich festgestellt, wenn Leute dort Anträge stellen, die überhaupt gar keinen repräsentativen, wirkmächtigen Tarifvertrag AVE erklären wollen. Es gibt manchmal Motivlagen, die weniger mit der allgemein mit der Wirkmächtigkeit oder Wirkung von Tarifen als mit Wettbewerbsfragen zu tun haben, wo versucht wird, über AVE Wettbewerbsbeziehungen zu verändern. All diese Fragen führen zu einem Gesamturteil. Und ich glaube eben, dass AVE für solche Strukturfragen nicht die richtige Antwort ist. Wir haben zwar die Schwellen gesetzt, ich war sogar, glaube ich, beteiligt beim Tarifstärkungsgesetz, als ich noch im Deutschen Bundestag tätig war. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie auf der feindlichen Seite. Aber wenn Sie die Mehrheit jetzt drehen, dann glaube ich, lösen Sie die Mehrheitsverhältnisse in einer einseitigen Art und Weise aus, dass im Augenblick auch die Attraktivität anständig zu verhandeln, wenn es AVE dann erklärt wird, auch sinken wird. Zweiter Punkt. Dieter Hund hat mein Ehrenpräsident hat selbstverständlich recht. 2000, ja, ist mal ganz ernst. 2000 war die Sache so. Könnte es vielleicht sein, Herr Bisping, dass sich von 2000 bis 2016 irgendetwas in der deutschen Industrie oder im deutschen Dienstleistungswesen geändert hat? Mein Eindruck, ja. 2000 gab es noch kein iPhone, es gab keine digitalen Fertigungsmittel, wir haben über Plattformökonomie überhaupt nicht nachgedacht, was ein App-Entwickler ist, wusste kein Schwein. Also, mein Argument wäre dagegen, ja, Hund hat 2000 recht, aber 2016 sind die Dinge anders und dann müssen wir, wenn die Dinge anders sind, auch anders denken und gucken, ob wir andere Tarifverträge machen. Ihr Zukunftsbild, machen. Herr Kampeter. Mein Zukunftsbild will ich mit der Beantwortung der dritten Frage machen.
Habt Mut und Zuversicht auch im karitativen Bereich. OT ist nicht die prägende Mitgliedschaft in den deutschen Arbeitgeberverbänden. Bei uns wird die Politik auch weiterhin von den tariftragenden Verbänden wesentlich mitgestaltet. Und je flexibler wir sind, je stärker unser, oder wirkmächtig will ich es mal nennen, stark wollen wir auch nicht, aber wirkmächtige Gewerkschaften, wirkmächtige Gewerkschaften sind, dann werden wir das, wie Björn Böning gesagt haben, die Dinge auch regeln. Und das Wichtigste ist, Politik, der politische Einfluss auf ein Minimum bitte reduzieren, dann werden die beiden Organisationen das auch schaffen. Wir können jetzt trefflich darüber sprechen, was besser ist, stark oder wirkmächtig. Aber Herr Hoffmann, die letzten 2 Minuten gehören Ihnen. Also ich will durchaus erstmal damit anfangen, dass wir natürlich unsere eigenen Hausaufgaben als Gewerkschaften machen müssen. Ansonsten wird das alles keinen großen Effekt haben, weil wenn wir nicht, ob starke oder wirkungsmächtige Gewerkschaften sind, werden wir weder in Richtung Arbeitgeber noch in Richtung Gesetzgeber mit unseren Positionierungen durchkommen. Wir brauchen mitgliederstarke Gewerkschaften, damit wir unseren politischen, also auch unseren tarifpolitischen Einfluss entsprechend geltend machen können. Und da sind wir auch auf dem Wege oder bereit, neue Wege zu gehen. Das wird nicht zwingend gehen. Da war eine Frage, ob das mit 1-Euro-Mitgliedschaften funktioniert. Aber natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen und haben wir schon uns Gedanken darüber gemacht, dass beispielsweise Studierende oder Auszubildende andere Eintrittstarife haben bei Gewerkschaften als 1% ihres Monatseinkommens. Da gibt es durchaus Gestaltungsspielräume, aber das allein wird es nicht sein. Weil es wird darauf ankommen, dass wir zeigen, dass Gewerkschaften durchaus auch vor dem Hintergrund veränderter ökonomischer Rahmenbedingungen lernfähig sind, auf diese Strukturen einzugehen. Nicht nur den Arbeitgeber hinterherzulaufen, sondern wir müssen sehen, wie gelingt es uns in diesem neuen sektoralen Settlements uns so aufzustellen, dass wir nicht gegeneinander konkurrieren, sondern zusammen agieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir auch neue Kampfformen entwickeln müssen. Ich war vor 1,5 Jahren hier beispielsweise bei der Systemgastronomie extrem schwierig zu organisieren, extrem hart Tarifverträge durchzusetzen, Betriebsgrößen von 10, 15, 20 Beschäftigten. Wenn wir da mal gemeinsam als Gewerkschaften und auch durchaus mit einer Mitglieder-App, die wir entwickeln gerade auf unseren iPhones sagen, naja, Samstagmorgen 10 Uhr gehen wir alle einkaufen und dann schauen wir mal, wie das mit der Systemgastronomie aussieht und gehen da auch mal alle vorbei. Da sagt man so ein bisschen neue Formen der Auseinandersetzung, glaube ich, würden uns ganz gut tun. Zukunftsbild. Das Zukunftsbild wird sein, Herr Kampeter hat es angedeutet, prägend für die Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden ist nicht OT. Ich hoffe mal, in nicht allzu ferner Zeit wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass OT keine Perspektive hat, mit diesem Unfug letztendlich dann auch aufgehört wird. Ich sage in Richtung Gesetzgeber, finde ich völlig richtig, dass wir bei der öffentlichen Auftragsvergabe, 16% des BIPs wird erzeugt über öffentliche Auftragsvergabe. Tariftreueklauseln, und zwar in allen Bundesländern und auf Bundesebene Standard wären, dann wären wir ein ganz großes Stück weiter. Und mein Zukunftsbild geht noch mal ein bisschen, ich muss daran erinnern, über den deutschen Tellerrand hinaus. Ich glaube, wir müssen uns, Herr Kampeter, auch, haben wir heute gar nicht gemacht, darüber verständigen, was wollen wir eigentlich auf europäischer Ebene. Wenn wir nicht nur in Deutschland, sondern in Europa den Zusammenhalt stärken wollen, können wir es nicht mehr mit feierlichen Erklärungen im sozialen Dialog belassen, sondern da müssen wir auch irgendwann mal Hardware liefern, weil viele Dinge kann ich nicht mehr nur national regeln. Ich brauche ein europäisches Setting. Da haben wir extrem Nachholbedarf und da würde ich mich in den nächsten Jahren gerne mit Ihnen anlegen, dass wir da zu ordentlichen Ergebnissen kommen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank, meine Herren, für diesen doch recht stilvollen Schlagabtausch, den wir natürlich jetzt noch stundenlang hätten weiterführen können. Das machen wir nicht. Vielen Dank.